Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück im Punch Club mit mir, dem Mr. Merp. Ja, wir sind hier mit Lucky B tatsächlich jetzt ein Gangsterboss geworden und ja, versuchen jetzt unseren Teil zur Gesellschaft beizutragen, auch wenn das ein etwas anderer Teil ist, als die meisten wahrscheinlich sich das von uns erwartet hätten am Anfang. So, was wir jetzt auch noch machen können, ist natürlich mehr Punkte, also mehr Erfahrungspunkte generieren. Jetzt ist es natürlich absolut angebracht, mit dem Geld, was wir haben, jetzt so oft wie es möglich ist, hier trainieren zu gehen. So, und ich möchte jetzt mal seine Geschicklichkeit aktivieren, halte ich jetzt momentan nicht unbedingt für angebracht. Wir machen jetzt mal das da. Das kommt raus. Und hier den Boxschlag reinnehmen. Und das dürfte eigentlich ziemlich hart werden für ihn. Vielleicht sollten wir auch noch mal ein paar Punkte in die Schildkröte legen. Über lang oder kurz. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, also wir sehen, unsere Ausdauer geht gerade eben schon ziemlich zu Boden. Aber wir haben es geschafft. In Runde 1, kurz nach dem ersten Drittel von Runde 1, haben wir den Silver quasi auf die Matte geschickt. So, und jetzt gehen wir zum allerersten Mal in den Keller trainieren, um mal auch hier unser Verliebt auszunutzen. Ach, wisst ihr, was lustig ist? Das ist exakt derselbe Keller wie beim Luxusanwesen, wenn man das andere Playthrough macht. Das ist exakt derselbe Keller, ist genau gleich. So, wir fangen jetzt ja mal an mit den Geräten, die für uns natürlich gut sind. Das finde ich fantastisch. Genau, müssen wir nämlich das hier machen. Wir werden auf jeden Fall das da und das da durchrotieren. Vielleicht werden wir auch manchmal noch das hier einspielen. Aber jetzt sind wir in der absoluten Grind-Phase des Spiels angekommen. Und wenn ich Grind meine, dann meine ich auch Grind. Also ich meine es wirklich ernst. Weil jetzt muss man eigentlich echt gucken, dass man seine Zeit so effizient wie möglich mit Training verballert. Und seine Werte hochpusht, dass es scheppert. Das Lustige ist zum Beispiel, wenn man das... Also ich will euch gar nicht so sehr verraten, aber das Spiel... findet komplett anders statt, sozusagen, schon ab dem Zeitpunkt mit der Ultimate League und was weiß ich was. Da passiert was ganz anderes. Man tritt tatsächlich gegen diesen Champion aus dem Ausland an, der mal erwähnt worden ist. Das hat jetzt alles nicht stattgefunden. Das hat jetzt alles nicht stattgefunden, Leute. Ich bin ehrlich gesagt begeistert, dass da diese Variation in diesem Spiel drin ist. Und wir haben jetzt eine komplett andere Karriere eingeschlagen. Wir hätten die Chance also gehabt, ein Prominenter zu werden, der mit Filmen und was weiß ich was sein Geld verdient. Stattdessen sind wir jetzt ein Krimineller geworden, der schon mal im Knast war. Echt nicht schlecht. Habe ich ehrlich gesagt nicht von dem Spiel erwartet. Finde ich geil. Ihr könnt es ja genauso versuchen, wenn ihr wollt, wie ich. Ihr könnt aber auch versuchen, sozusagen euch anders zu entscheiden und euch nicht auf die kriminelle Schiene einzulassen. Ne? Man bekommt ja zweimal die Warnung, sozusagen. Einmal von Mick und einmal von Casey. Die einem dann durch die Blume versuchen zu erklären, dass das eine sehr, sehr nachhaltige Entscheidung ist. So, ihr seht unsere Verliebtheit, die geht gerade eben so langsam aber sicher zur Neige. Was sehr, sehr schade ist. Die Verliebtheit ist jetzt auch im Endgame sehr, sehr wichtig, weil die gute Adrian, die ist jetzt auch teurer. Ihre Prostitution ist jetzt teurer. Das Lustige ist, sie ist ja eigentlich genau da angekommen, wo sie eigentlich von ihrem Niveau her dann letztendlich hingehört. Wie gesagt, die liebt uns ja nur dann, wenn wir schöne Geschenke kaufen. Ist gar nicht böse gemeint. Ich persönlich würde mich niemals mit einer Frau einlassen, die mich nur dann liebt, wenn ich ihr ständig irgendwelche Geschenke bringe. Das ist nicht mein Stil von Beziehung. Aber sowas von gar nicht. Das ist nicht mein Weg. So, was allerdings mein Weg ist, ist jetzt hier nochmal ein Bandenkrieg vom Zaun zu brechen. So, wieder gegen Yakuza. Jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt nehmen wir mal... Ja, gegen ihn hier müssen wir das hier nicht einsetzen. Das hier auch nicht. Ich glaube, wir sind mit diesen Fähigkeiten, die wir da gerade eben haben, eigentlich ganz, ganz gut aufgestellt. Der trifft nicht mal. Bumm. Boah, wie hart das sein muss, ne? Du blockst den Schlag und du bekommst trotzdem 16 Schaden. Also 10% deiner Gesamtlebenspunkte. Das muss so ein harter Schlag sein, der befördert dich erstmal so einen Meter nach hinten. Das muss echt übel sein. So, Nummer 1, wir fahren direkt mal fort. Wir haben jetzt den anderen Yakuza, selbes Bild im Grunde. Ein bisschen mehr Ausdauer, was soll's. Wir schlagen sowieso auf die Ausdauer des Gegners ein. Eine unserer Primärfähigkeiten, damit wir überhaupt mithalten können, ausdauertechnisch. Und schon vorbei! Guckt euch das mal an, das war ein Kampf von 15 Sekunden gefühlt.
Das, im Grunde, die Glocke tönt, bing, 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 die Gegner gehen aufeinander zu, zwei, drei Schlagabtäusche, zack, K.O. vorbei. So, fortfahren. Der hat jetzt eher Geschicklichkeit, ist aber immer noch ein Ausdauerbild. Deswegen... Ich möchte noch was anderes probieren. Wir nehmen jetzt hier mal die quälenden Schläge rein und das da. Ich möchte es einfach mal probieren und haben dann einfach hier den kräftigen Kinnhaken drin. Weniger Variation der Schläge, aber wenn wir treffen, dann tut es ihm richtig weh. Oh, 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 guckt euch das mal an. Oh, oh, oh. Die Debuffs, die auf ihm wirken, sind ja fatal. Okay, unsere Ausdauer war jetzt kurz mal weg, aber... war vielleicht gegen ihn nicht die beste Alternative. Sind wir zu stark runtergegangen. Wir nehmen mal das da raus. Und... ja, ich möchte mal tatsächlich das hier nochmal weiter probieren. Ja, vorbei. Ich habe immer noch über 200 Lebenspunkte. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir überhaupt sinnvoll weitermachen können. Und du bist jetzt hier das... Nee, du bist ja gar kein Geschicklich... Doch, du bist ein Geschicklichkeitscharakter. Gegen dich möchte ich jetzt definitiv das da mit drin haben. Genau. Dass wir jetzt so richtig schön deine Geschicklichkeit zum Teufel jagen können. Eigentlich sollte man auch das hier mitnehmen. Aber... Probieren wir erstmal das da. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal geschlagen, haben aber den Debuff bis jetzt nicht an den Mann gebracht. Weil der Debuff bis jetzt nicht mitgefockt hat. Wir schlagen eigentlich nur zu. Eieiei. Wir sind gleich aus der Puste. Eine der besten Entscheidungen war, dass wir wieder aufstehen, nachdem wir ein bisschen Ausdauer eingebüßt haben. Wir haben es auf jeden Fall gerade eben mal geschafft, ihm seine Ding zu nehmen. Seine Dingenskirchens. Ihr wisst, was ich meine. Die Dingenskirchens halt. So, wir nehmen das da raus und das da raus. Ich probiere es gerade eben einfach mal so ein bisschen aus. Was ich persönlich für gut erachte. Einfach nur so ein Ausprobieren immer noch. Weil manche dieser Fähigkeiten sind mir halt immer noch nicht so ganz klar, wie sie gegen bestimmte Builds funktionieren. Ja, also wir werden ihn schlagen. Darüber mache ich mir gerade eben gar keine Gedanken. Ja, das ist eigentlich jetzt auch schon so gut wie gelaufen. Der hat zwar jede Menge Ausdauer, aber keine Lebenspunkte. Na? Komm schon. Sehr gut. Und nochmal. Selbst wenn er blockt. Blockende Gegner sind mir immer sehr, sehr lieb. Wir haben keine Ausdauer mehr, das ist das Problem. Aber jetzt haben wir wieder Ausdauer. Boah, jetzt hau den Typen einfach aus den Latschen. Dankeschön. So, wir haben das ja auch geschafft. Nehmen den Preis. Wie gesagt, meiner Meinung nach, wir brauchen mindestens 250 Lebenspunkte, um da noch rauszukommen. Also um was Sinnvolles da noch zu bewegen. Wir haben wieder ordentlich Geld. Wir haben wieder jede Menge Fame bzw. Respekt generiert. Und jetzt gehen wir mal dahin. Und holen uns wieder Energy Drinks. Denn ohne Energy Drinks macht das Leben nur halb so viel Spaß für unseren lieben Kämpfer hier. Wir haben alles andere eigentlich schon gemacht, ne? Nix Büro, Sportgeschäft. Wir könnten uns eigentlich auch mal ein Ding holen. Wie heißt es? Ein Doping. Aber sehe ich momentan nicht. Wir gehen mal zu Adrian. Ich möchte den Buff von ihr haben. Machen wir ein Geschenk. Das kostet $150. Ihr seht, die Liebe von Adrian ist teurer geworden. Ach, du bist so süß. Vielen Dank. Bla bla bla. Oh, du bist so süß. Und so weiter und so fort. Bin ich wirklich so süß? Verliebst du dich in mich? Ach, sehr gut. Dann bekommen wir den Buff. Nee. Wir bekommen ihn. Wir bekommen ihn. Yeah, wir haben den Buff bekommen. So. Und zack, zack. Und zack, zack. So, sehr gut. Genau. Dann können wir nämlich jetzt wieder trainieren gehen im Keller. Und sind jetzt gewappnet. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir hatten das letzte Mal das hier gemacht. Machen wir es einfach gleich nochmal. Nee, okay, dann hatten wir das. Nee. Wir fangen jetzt wieder mit dem hier an. Was jetzt halt wichtig ist, also meiner Meinung nach, wir sollten gucken, dass unsere Stärke Richtung 20 tendiert. Unsere Ausdauer sollte über 10 kommen.
Das ist das, wo wir hin müssen. Und das, ich meine, das meine ich ohne Doping. Also wir sollten gucken, dass unsere Ausdauer ohne Doping über 10 kommt. Sonst, es ist halt auch wichtig, dass wir weniger Schaden bekommen, ne? Weil das halt letzten Endes auch die Rüstung letzten Endes bedeutet. Ach, wir haben ja 27 Erfahrungspunkte. Was sagt eigentlich? Können wir eigentlich auch ganz, ganz kurz mal hier drauf gucken. Da war doch hier, mach sie fertig. Schlagmodifikator, alle deine Schläge, die ihr Ziel verfehlen, kosten nur halb so viel Energie. Das finde ich sehr wichtig für uns. Vielleicht haben wir dann weniger Probleme in Zukunft. Dass wir dann nicht mehr so schnell aus der Puste geraten. Bin ich mal gespannt, wie sich das ausspielen wird. Und wir könnten heute nochmal zu Silver gehen. Ich glaube, das machen wir auch, bevor der Tag vorbei ist. Geld haben wir genug für den Spaß. So, trainieren hier erstmal nochmal eine Runde. Die Geschicklichkeit werde ich jetzt im Übrigen weitgehend erstmal wieder vernachlässigen. Die bringt einfach nicht so viel. 1%, ganz im Ernst, das reißt nicht vom Hocker. Wenn du ein Geschicklichkeitsbild hast, reden wir da von ganz, ganz anderen Zahlen. Genau, pump dich auf, Junge. Ich will da irgendwann mal eine 19 sehen. Und wenn es nach mir geht, sogar eine 20. Dann dürfen sie uns alle Stirnacken-Lucky-Bee nennen. So, das Ding haben wir jetzt durchtrainiert. Ihr seht aber schon, es wird unfassbar schwer. Also, netto gewinnt man immer noch Punkte dazu, aber es wird unfassbar schwer, hier noch weiter nach oben zu kommen. So, dann gehen wir jetzt nochmal ganz, ganz kurz hier in die Muckibude. Verdreschen eine Runde lang den lieben Silver. Und da möchte ich jetzt tatsächlich mal... Moment, jetzt ziehen wir mal das Bild komplett anders auf. Boxschlag. Das da. Und was können wir sonst noch reinnehmen? Die Geschicklichkeit will ich gerade eben nicht reinnehmen. Wir nehmen jetzt noch den Fleischklopfer, um seine Ausdauer zu reduzieren. Yo, oh, oh, oh. Wie wir sehen, das prockt immer alles gemeinsam. Das funktioniert wunderbar. Wir haben ihn richtig fertig gemacht. Auweia. Das muss wehgetan haben. So, komm, nochmal hier was uns reinpfeifen. Was schade ist, Leute, wenn man bei dem Luxus anwesend ist, von dem Manager, bekommt man auch immer noch Kaffee. Also man muss weniger Geld ausgeben für Energy-Zeug. Das musst du jetzt dir hier immer kaufen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Es ist nicht schlimm, aber es ist ein bisschen ärgerlich. So, Moment. Wie schaut's aus? Können wir nochmal einen Bandenkrieg machen? Nee, erst morgen. Dann lebe ich damit einfach, mit dieser Tatsache. Und wir hatten ja das letzte Mal das hier gemacht, glaube ich. Dann gehen wir jetzt wieder hier hin. Tag ist jetzt eh gleich wieder rum. Genau, pumpen uns weiter auf. Boah, und guckt euch mal an, wie viel Stärke wir schon wieder verloren haben. Heute machen wir auf jeden Fall wieder diesen Bandenkrieg. Wir dürfen auch nicht vergessen, bei Silver nochmal vorbeizuschauen. Also jetzt ist es lohnt sich eigentlich jetzt jeden Tag, sich so die 23 Dollar zu geben, um, ja, 23 Dollar für 3 weitere Skillpunkte. Das ist auf Dauer halt dann doch sehr, sehr sinnvoll. Weil man dann momentan, also wir zahlen ja 25 Erfahrungspunkte für jeden jede weitere Fähigkeit, die wir bekommen. Das bedeutet, dass wir 9-mal Silver verdreschen müssen, um alleine nur durch Silver einen weiteren Erfahrungspunkt zu generieren. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Das mit der Ausdauer funktioniert gerade eben einigermaßen. Wir schaffen es momentan noch nicht auf die 10 zu kommen. Aber wir gehen so langsam aber sicher in die Richtung. Ich bin mir auch am Überlegen, ob ich mal was mache, um jetzt hier die Geschicklichkeit hier nochmal zu etablieren. Geschicklichkeit 4 halten wäre natürlich schon eine sehr, sehr leckere Angelegenheit. Aber dafür müssten wir zweimal einen kompletten Level-Up aufgeben. Bin mir momentan nicht sicher, ob sich das lohnt. Wir gehen jetzt als allererstes... Ne, Moment, wir machen das andersrum. Silver ist der leichtere Gegner. Wir gehen als allererstes nach oben, machen den Bandenkrieg. Und versuchen jetzt hier, genau, erstmal mit dieser Kombination. Mal schauen, wie es jetzt um unsere Energie bestimmt ist. Also Schaden machen wir richtig ordentlich, das wissen wir aber schon.
Ja, Box, 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 Box. Und vorbei. Wir haben aber auch so gut wie alles getroffen. Wir haben jetzt momentan nicht feststellen können, dass sich da großartig für uns was ändert. Momentan. Ich hätte halt noch gerne einen besseren Block, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gerne einen besseren Block. Was bist du? Du bist auch ein Boxer. Können wir auch weiterhin die Ausdauer des Gegners angreifen. Über 300 Lebenspunkte haben wir halt auch eine schöne Sache. Das kann man auch erreichen, wenn man halt noch höhere Ausdauer hat. Schon vorbei. Das ist sehr angenehm momentan. Der hier ist nach wie vor immer noch ein... Der ist ein Schildkrötenbild. Seine Ausdauer anzugreifen könnte definitiv sinnvoll sein. Eie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 i. Der darf ja gar nicht zu lang. Naja, dreimal hat es zugeschlagen und dann war es das. Und einmal davon getroffen. Au, weia, 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 weia. Fortfahren. Ja, jetzt kommt hier ein Geschicklichkeitsbild wieder mal. Ich bin am Überlegen, ob ich das hier einfach rausnehme und stattdessen die quälenden Schläge reinnehme. Was ist das hier nochmal? Jeder Schlag, den du blockst. Nee, wenn der sehr viel angreift, dann machen wir es tatsächlich, glaube ich, eher so. Das ist ein Versuch wert. Wir haben ja einen Block drin. Ja, wir sollten halt auch mal blocken. Das ist so der Oberhammer. Wir blocken halt nicht, ne? Wir sind so ein toller Boxer. Wir blocken nicht. Wir weichen stattdessen aus. Junge, du hast Block. Benutz diesen Block. Benutz doch mal diesen Block. Bis jetzt bin ich ein bisschen unterwältigt, was das angeht. Wir bleiben mal nochmal bei dieser Kombination. Oder nee, wir machen es anders. Es scheint ja nichts zu bringen, also machen wir es so rum. Wir müssen halt mal treffen, dann ist halt seine Geschicklichkeit beim Teufel. Wir benutzen Block gerade eben eigentlich überhaupt nicht. Seht ihr das? Es ist der Oberhammer. Ich sehe uns nicht blocken. Und unsere Ausdauer geht zum Teufel. Es wäre geil, wenn wir eine Fähigkeit hätten, aber wahrscheinlich gibt es sowas im Schildkrötenbild, dass man weniger Ausdauer verliert, wenn man auf die Fresse bekommt. Naja, wir werden diesen Kampf ja auch gewinnen, aber ihr seht schon, es lohnt sich nicht, quasi in den nächsten Kampf reinzugehen. Es lohnt sich einfach nicht für uns. Denn das Thema ist durch. Noch ein Lebenspunkt. So geil. Mit so wenig Lebenspunkten in den nächsten Kampf reinzugehen, ist der pure Wahnsinn. Da verlierst du automatisch und verlierst die ganzen Punkte. Der Grind nimmt halt kein Ende. Nimm den Preis. Wieder hier ein bisschen was gewonnen. Und wir könnten theoretisch jetzt eigentlich auch mal schon gegen den ersten von diesen komischen Unterbossen da antreten. Wie weit? Ja. Essen wir die letzte Pizza auch noch. Wir könnten ihn uns zumindest mal anschauen, aber nicht so hungrig. Supermarkt. Und ja. Alles klar. Zurück nach Hause. Halt, nee, wir wollten ja nochmal eine Runde bei Silver vorbei. Genau, Silverchen. Dann werden wir uns in der nächsten Folge das nochmal anschauen. Bin mir nicht sicher, ob einfach tatsächlich das hier besser ist. Das mit dem Blocken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Block, der hat mich in dem Kampf ziemlich enttäuscht. Wir hätten eigentlich Block rausnehmen sollen und stattdessen einfach Angriff über Springen reinnehmen sollen. Das hätte uns wahrscheinlich sehr viel mehr gebracht. Aber was willst du machen? Hey, hey, hey. Bam, bam. Komm, jetzt trefft. Och, komm, ey. Silver. Hast du irgendwie ein Geschicklichkeitsmüsli gefressen oder wie? Ja, Runde 1 geschlagen, sehr gut. Gut, weitere 3 Erfahrungspunkte. Der nächste Erfahrungspunkt wird kommen. Wir sind schon wieder zu Hause im Gang versteckt, das finde ich gut. Dann, Lebenspunkte. Bevor wir natürlich einen solchen Kampf machen, müssen wir schauen, dass unsere Lebenspunkte ausgemaxt sind. Sind sie das? 100%? Stimmung, alles ist 100%. Okay. Dann schauen wir nochmal hier drauf. Wir haben jetzt momentan über 350. Es reicht auf jeden Fall. Wir werden in der nächsten Folge gegen Jax antreten. In der Hoffnung, dass uns das was bringt. Wir bekommen da nicht allzu viel. Nach meiner Erfahrung von meinem anderen Playthrough
bekommst du keine Erfahrungspunkte, du bekommst kein Geld, du hast einfach nur ihn geschlagen. Über lang oder kurz sollten wir tatsächlich schauen, dass wir auch diese Dinge hier noch hochbekommen. Das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.